Ich habe vor allem Spaß daran, der Öffentlichkeit die Wissenschaft zu erklären, weil es eine wahnsinnig dankbare Aufgabe ist. Denn in den meisten Fällen wirkt Wissenschaft wie was ganz, ganz Schwieriges. Auch Physik und Mathe schreckt viele ab und es macht irgendwie Angst und klingt kompliziert. Aber in dem Moment, wo so ein paar Anknüpfpunkte erklärt werden und wie das funktioniert, dann guckt man eigentlich meistens in begeisterte Gesichter. Und so ging mir das auch selbst, wie ich zur Wissenschaft gekommen bin, dass ich gerade am Anfang dachte, oh, das ist vielleicht doch alles ein bisschen zu kompliziert. Aber desto mehr ich Kontakt damit habe und desto mehr ich auch täglich damit arbeite, desto mehr merke ich, das, was wir ganz konkret machen, wirkt von außen kompliziert. Aber wenn man anfängt, darüber zu reden, dann fällt den Leuten Stück für Stück auf, so kompliziert ist es gar nicht. Und vor allem ist es schön zu verstehen, warum manche Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren und das nicht alles nach Magie aussieht. Ein Beispiel dafür ist vielleicht, dass wir gar nicht uns bewusst sind, dass wie wir bei uns auf Arbeit MEMS-Bauelemente herstellen, dass die uns überall umgeben. Und das Gerät, was wir am meisten mit uns rumtragen, ist unser Smartphone und das ist voller MEMS-Bauelemente. Und gerade die einfachste Geste, dass wir unser Handy drehen und es aufrecht oder schräg uns angucken, dass das Gerät, das weiß, wie es gehalten wird, das ist ein MEMS-Bauelement dafür verantwortlich. Und viele wissen das nicht. Und wenn man anfängt zu verstehen, wie das funktioniert, ist es einfach total aufregend und cool. Ein Beispiel dafür ist, dass im Normalfall, wenn ich davon erzähle, was ich auf Arbeit mache, nämlich MEMS-Bauelemente bauen, dass dann ganz, ganz schnell niemand mehr zuhört. Aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass ein Gerät, was wir täglich in unserer Tasche mit uns rumtragen, vollgepackt ist mit MEMS-Sensoren und genau die, die wir bauen, und dass die dafür sorgen, dass wir für so einfache Sachen wie wir kippen unser Handy hochkant und querkant und dankenswerterweise dreht sich alles automatisch mit, dann fängt man an und hinterfragt das und sagt, das ist ja cool, das geht, weil sich Leute hinsetzen und sich darüber Gedanken machen, wie das funktioniert. Und deshalb spreche ich dann gerne über die vermeintlich komplizierten Sachen, weil wenn man eine Weile drüber redet, merkt man, es ist gar nicht so kompliziert und es hat auch einen ziemlich coolen Nutzen, den wir alle jeden Tag irgendwie gebrauchen. Und ja, das macht einfach Spaß, wenn Leute dann verstehen, worum es geht und anfangen, sich selber Gedanken zu machen. Und richtig cool wird es eigentlich erst, wenn wir nicht nur erklären, sondern wenn wir anfangen, in Austausch zu gehen. So wie das hier passiert, können wir mit den Menschen in Kontakt kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und hören uns an, was die anderen zu sagen haben. Und genau in dem Augenblick stellen wir fest, okay, cool, wir können tatsächlich Alltagsprobleme lösen, indem wir anfangen, mehr und mehr über Wissenschaft zu reden. Indem wir erklären, was wir den ganzen Tag machen, stellen andere Menschen fest, denen wir das erklären, ach klasse, ihr seid wirklich in der Lage, mein Problem zu lösen. Und wenn diese Symbiose stattfindet, wenn wir da in Kontakt kommen, dann kann was ganz Aufregendes, Neues entstehen.